Was geht ab, ihr geilen Clubschis? Herzlich willkommen zu einem neuen Ründchen hier im Minecraft. Wir sind hier gerade unter Tage, haben hier geilen Shit gefunden und da kommt er an, unser guter Kollege hier. Hallo. Was geht, Leute? Ich bin natürlich auch mit am Start. Und wir sind gerade am Aufnehmen vom Projekt Minecraft Village Wars. Und ja, eigentlich wollte ich in meiner Stadt weiterbauen, Glubschi in seiner. Für alle, die dieses Projekt nicht kennen, guckt euch gerne das erste Video dazu an. Das habe ich natürlich hier drunter verlinkt. Auf jeden Fall bin ich dann zu Glubschi gegangen, haben uns ein bisschen umgeguckt. Und auf einmal war da an seinem Fluss, an seiner Stadt, ein Wächterfisch. Und dann sind wir ein bisschen weiter in diesen Fluss reingegangen. Da ging es richtig tief runter. Jetzt sind wir in irgendeiner verkackten Höhle. Wie ihr seht, hier gibt es überall Wege, also diese typischen Dungeons halt. Und jetzt haben wir gerade Bock, das zu erkunden. Dachten wir, nehmen das mal auf. Und hier haben wir jetzt schon wieder einen Zombie. Ja, hier ist ja der Spawner. Den wollten wir uns mit euch zusammen gönnen hier. Leute, das ist ein Zombie. Villager! Nein! Nein! Alter! Sorry, Mann, sorry. Ich brauche Hilfe. Ich brauche übelst Hilfe. Ich brauche übelst Hilfe. Übelst Hilfe. Hau da ab. Mann, sorry, ey. Ich habe eine Fackel platziert. Mach ihn weg. Alter. Du hättest mich fast umgebracht, sorry. Alter. Alter, das wie viele Namensschilder. Was ist da drin? Nimm du das mal alles mit. Ich habe ein volles Inventar. Alter, meinst du es auch? Alter, richtig viele Namensschilder. Wie geil. Ohne Karotte, eine Karotte, warte, die muss ich mitnehmen. Ich hab auch schon eine. Wow, jetzt du, Alter. Scheiß einfach auf die Steine. Alter, da snipe ich dich einfach mal so da rein. Alle gehen auf dich drauf. Oh, eine Schaltplatte, also, nice. Also, wenn ihr das aus Globchis Perspektive nochmal sehen wollt, checkt gerne seinen Kanal ab. Er ist natürlich verlinkt, weil er auch zum Projekt gehört, er macht da mit. Wir haben ihn gekidnappt, ihm bleibt nichts anderes übrig. Hilfe, holt mich hier raus, und, Leute. Ja, da ist schon wieder einer, komm her. Wir spielen ja auf Hardcore, das heißt, hier geht's ab. Ja, auch das wenn Hardcore ein bisschen schwerer sein könnte, wie ich finde. Ja, und das hier, ist doch gar Eisen. Nicht so. Also ich finde, es könnte ein bisschen schwerer sein. Ja, auf dem PC ist es auch wirklich schwerer, denke ich auch. Also so ein Enderman, den habe ich ja schon des Öfteren einfach mal so easy gekillt. Okay, hier ist nichts mehr. Nice. Aber vor allem, wie Alter, wir hier reingekommen sind. Weil ich keine Fackeln habe. Wie wir hier überhaupt reingekommen sind, das ist einfach der Shit. Oh, hier ist ja, das ist wieder so eine Story, die einem sowieso keiner glaubt. Nee. An so einem normalen, sag ich jetzt mal, random Fluss in so einer Stadt schwimmt auf einmal so ein Wächterfisch und greift uns mit so einem Laserbeam an. Wo ich schon denke, was geht ab? Hier Star Wars am Start. Dann gehen wir da hin, killen den Fisch, finden auf einmal so ein Loch in diesem Fluss, der richtig, das richtig tief runter geht. Oh ja. Ja, ich baue auch mal mit ab. Da rechnet doch keiner mit, Alter. Jetzt haben wir so eine Höhle gefunden, die leider unter Glubschis Stadt ist, deswegen darf ich hier nichts bauen. Vor allem, wir sind da ja runter in das Loch und dann waren da unten einfach mal so 5, 6 Wächterfische und haben uns direkt begrüßt. Ja, also das war heftig. Wir haben die alle mit dem Bogen weggesnappt, sonst wären wir ziemlich tot. Was ist das? Das sind Leitern, okay? Da hat jemand Leitern hingeworfen. Ja, das war ich. Ich brauche Inventarplatz. Achso. Ich habe ein paar Enderperlen mitgenommen. Falls wir hier nicht wieder rauskommen, können wir uns einfach durchteleportieren. Alter, wie viel Eisen es hier gibt und alles, voll nice. Kommst du mit, weil ich wollte nochmal in die andere Richtung gehen. Cool, ich kann ja nochmal irgendwas erklären. Und zwar haben viele gefragt, wie kann man denn bei diesem Projekt mitmachen? Woher wissen wir, wann ihr das aufnehmt, wann ihr zockt? Da haben wir jetzt eine ganz andere Lösung. Und zwar habe ich eine Community erstellt auf der PS4. Da könnt ihr alle beitreten und da schreiben wir dann immer rein, wenn wir aufnehmen, wann wir spielen. Da kann ihr, ja, genauso wollte ich das sagen. Da könnt ihr dann natürlich so beitreten. Ihr wisst über alles Bescheid. Und könnt dann natürlich auch eure Ideen reinschreiben. Genauso wie unter die Videos, was sollen wir machen, was kann man noch besser machen. Es hat ja nämlich jemand unter das Video geschrieben, gibt es Jobs, so wie Miner, Stadtwache, König und so. Und das fand ich richtig geil. Das werden wir auf jeden Fall machen. Danke wirklich für diese Idee. Und natürlich auch von uns beiden und von allen, die damit machen. Danke für das fette Feedback, was das Projekt bekommen hat. Fast 300 Aufrufe, ich glaube fast 30 Likes, das ist echt fett. Danke an dieser Stelle, also echt super. Das hat mich echt umgehauen, muss ich sagen. Das ist mega.
Und es wird natürlich bald auch losgehen mit PvP. Wir müssen nur erstmal dafür sorgen, dass ein paar Leute in die Städte einziehen. Weil PvP ohne Player wäre ein bisschen. Ja, ne? Vor allem, du sagst bald. Unsere Stadt ist ja noch nicht mal ansatzweise fertig. Ja, bald. Bald ist ja kein Datum. Also, du musst jetzt nicht schwitzen vom Rechner sitzen und gucken, oh, wann ist bald? Wann ist bald? So. Warte mal, Trank brauche ich nicht. Ich will mal irgendwas essen. Wobei das ja, genau, natürlich ich auch. Ich esse was und aktiviere deine Werkbank. Alles klar. Wobei das natürlich auch so eine Sache ist mit den Jobs, dass das dann natürlich auch eintönig ist, ne? Ja, ich meine, die Idee ist gut, man könnte das so machen, dass man immer zwei Leute auswählt, die dann, sag ich immer, jetzt Stadtwache für den und den Tag sind und dann nachts, wenn die anderen Leute arbeiten oder irgendwo rumrennen oder angreifen, die Stadt halt verteidigen, weißt du? Ja, stimmt, das könnte man eigentlich. Das könnte man machen. So, verpiss dich da mal. Echt. Ich finde das auch spannend diese hier. Creeper, weißt du? Diese... Egal, wo die hingehen, die machen Bombenstimmung. Ich kann die nicht leiden. Oh ja. Ich finde das auch geil, hier diese eine Rose. Also ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, aber hier ist wirklich eine einzige Rose. Unter ich würde die gern sehen, aber ich bin gerade mit Verlaufen beschäftigt. Wo bist du denn hingerannt? Ich bin manchmal so dumm, ich würde mich im Fahrstuhl verlaufen. Ey. Das ist echt schlimm. Hallo? Hallo? Da ist Lava. Hoden? Hallo? Moment, ist einer, den ich töten muss? Nein. Oh, ich habe eine weiße Hose an. Ich habe einfach diesen Epic Skill für sowas. Fürs Verlaufen. Aber so ist das. Gut, dann gucken wir mal. Da war schon einer, da geht's auf jeden Fall nicht weiter. Und da oben sind die Wächterfische, ey. Jetzt ist er schon wieder da, wo ich genau sein wollte. Ich wollte nämlich zu den Wächterfischen. Ich wollte euch das mal zeigen. Wie krank und übertrieben das einfach mal ist. Lol, wo bist du denn ganz, Alter? Du geisterst da hinten rum. Ja, ich dachte, komm, er hat alles ausgeleuchtet. Geh einfach mal da lang, ist ja safe. Und irgendwie war ich dann falsch, keine Ahnung. Ich bin immer wieder bei dir. Ja. Oh ja, genau, ich wäre da fast runtergesprungen. Ja, das ist ja nicht allzu tief, also das überlebst du. Nee, aber es muss ja auch nicht sein. Warte mal, wie komme ich denn jetzt zu dir? Spring doch einfach runter. Spring doch einfach runter, genau. Pass auf, ich baue dir eine Treppe. Oh, das ist echt hinreißend von dir. Gerne doch. Danke. So, hier. Das bedeutet mir sehr viel. Hier hin und dann hier oben siehst du schon das Wasser daraus tropfen. Und da müssten die, glaube ich, sein. Also, das könnte gleich spaßig werden. Ich ziehe mich mal ein bisschen zurück, oder? Da oben sind die, okay. Ja. Willst du das sprengen, oder was? Pass auf, ich bin jetzt einfach mal... Okay, ich halte meinen Bogen bereit, du gräbst auf und ich schieß rein. Mami! Alter, das war der Abgang eines Kriegers. Auf jeden Fall. Das erinnert mich an diesen Film, 300, weißt du? Die kommen einfach nicht die runter. Die alle so warten, bis der Kampf losgeht, dann sehen die Gegner, Mami! Und rennen weg. Ich versuche mal noch ein Loch zu öffnen. Ich hatte mir da mehr vorgestellt. Ja, ich auch. Oh, da ist der Erste. Ich meine, ist Gutes. Ja, da ist er. Da kommt der Alter, Laserbeam. Alter, die sterben. Da ist der Zweite. Da sind die alle. Ich komme mir gerade nicht gegen die Strömung an. Lol, der hat einen Knochen fallen lassen. Guter Junge. Was ist denn das für ein Fisch? Keine Ahnung. Der hat einen Hund gefressen. Jetzt spuckt er die Knochen aus, ne? Wahrscheinlich. Sind da noch welche? Hi. Ach, jetzt sind wir hier, wo wir runtergekommen sind. Warte mal. Ich komme hoch. Also da sind wir damals runtergeschwommen. Ja, die sind alle tot. Okay. Pass auf, wir gucken gleich mal da rein in das Loch, aber ich muss vorher noch meine Truhe da hinten holen. Meinen Ofen. Warte, ich will mal eben diesen unterirdischen See nochmal abchecken, wenn der hier wieder nicht hochkommt. Ich liebe sowas, ja. Die können ja so super schwimmen in Minecraft. Oh ja. Richtig nice. Aber besser, es gibt ja auch Spiele, da kannst du überhaupt nicht schwimmen, ne? Da kannst du nicht ins Wasser gehen. Sowas kann ich echt nicht ab. Also solche Spiele sind bei mir meistens durchgefallen. Was ist das hier? Okay, hier ist auch irgendwie so ein See.
Muss Da mal geht's kurz auch hier wieder in den lang, aber das Ofen ist mir noch. jetzt zu weit. Okay, das ist eh gleich fertig. Da ist ein Zombie, den würde ich gerne haben. Ach komm, kaputten Bogen kannst du dir in den Arsch schieben, den brauche ich jetzt nicht. Nee, Gut, ich würde komm. sagen, lass mal hier wieder rausgehen. Moment mal. Ich muss mir hier noch jemanden zur Brust nehmen. Oh, zwei. Was macht ihr hier? Wo bin ich denn jetzt wieder? Das ist ja schlimm. Lol, da hing gerade in der Wand fest. So, da geht's raus. Ja, perfekt. Was? Wo geht's raus? Wo bist du denn jetzt? Wieso bist du draußen? Ich habe den Ausgang gefunden. Ich dachte, wir wollten da noch das eine Loch erkunden. Das hört sich sehr pervers an, Glubschi. Ich muss leider gehen. Ja. Da habe ich dich, ey. Ja, wie ihr seht, hier ist ja die Stadt von Glubschi. Wir waren dann hier. Und genau hier ist dieses Loch. Also es geht so tief runter. Das haben wir echt nicht verstanden. Ich esse mal ein Stück Melone. Die Stimmung ist gerade so anspruchsvoll. Das ist schon wieder ein scheiß Zombie. Ich habe hier Auf jeden Fall Hunden haben wir auch neue noch. Regeln gemacht. Und zwar haben ja auch viele gefragt, wie kann man dann den PvP gewinnen. Ich sagte ja, dass Oh. es ein bestimmtes Item geben wird in der Burg des Oh. Gegners. Jeder muss ja eine Burg haben, was man dann zerstören oder klauen muss. Und zwar haben wir dafür einmal kurz den Kreativmodus benutzt, wird es diese Leuchtsignale, also diese Laserbeams, die in den Himmel schießen. Davon haben wir zwei Stück gemacht. Jede Stadt hat eins, diesen muss man dann zerstören oder klauen. Dann hat man den PvP gewonnen. Und bei mir steht er schon, bei Glubschi wird erst noch eine Burg gebaut. Deswegen, ja, werdet ihr das hier noch nicht sehen, aber ist auch gar nicht meine Stadt, ich habe nichts zu suchen.